Hallo liebe Leute, hier habe ich von Amazon einen Diffuser oder einen Luftbefeuchter zum Testen bekommen. Schauen wir uns das Teil mal genau an. Es ist eine Anleitung mit dabei, eine Fernbedienung ist dabei mit vielen Funktionen wie Timer oder Licht an oder das ganze Gerät ein- ausschalten, weniger Dampf, mehr Dampf und so weiter und so fort. Es ist eine kleine, schöne Fernbedienung, der eigentlich in Ordnung ist. Und dann haben wir ein Netzteil dabei. Diesmal ist es keine USB-Netzteil, sondern ein ganz gewöhnlicher Netzteil. Also eine bessere Netzteil auf jeden Fall. Und dann haben wir einen kleinen Becherle, wo man Wasser füllen kann. Und natürlich der Diffusor, Luftbefeuchter selber. Der ist sehr gut verarbeitet worden. Schaut wie Holz aus, ist aber nur Holzdesign. Alles ganze Plastik ist sehr schön dick und super, so gut. Unten haben wir das Netzteilanschluss und natürlich auch einen Lüfter, der das Dampf da von oben raus bläst. Und dann hätten wir vorne eine Stunde, drei, sechs Stunden Timer und dann natürlich Licht an, Ausmodus hätten wir auch hier mit dem Tasten. Natürlich kann man mit der rechten Taste auch das ganze Gerät ausschalten. Der Deckel ist wirklich sehr gut. Das innen drin auch alles Plastik, aber richtig dick, wie gesagt, nochmal keine billige Plastik. Also finde ich super das Gerät. Also die Verarbeitung ist der Hammer. Und dann schauen wir jetzt mal, was kommt. Natürlich habe ich das im Schlafzimmer eine Nacht, Tag, Nacht, Nacht lang getestet, aber ich zeige es mal hier nochmal da. Und wie man sieht, da kommt richtig schön Dampf hier raus durch den Ventilator, der innen drin ist, mit dem Lüfter. Der schießt das ganze Dampf raus, also kommt nicht wenig, sondern richtig schön viel raus. Muss ich sagen, also gefällt mir sehr. Und hier kann man jetzt mit dem rechten Taste drücken, oder das untere linke kann man einfach drücken, mit den Timer-Funktionen hier, wie lange das offen bleiben soll. Diese Taste hier in der Mitte unten soll mit weniger oder mehr Dampf soll da rauskommen, aber da habe ich nichts bemerkt. Also es kommt, egal wie oft ich drauf drücke, immer derselbe Dampf. Entweder funktioniert das nicht, und da kann man Licht umschalten mit dem rechten unteren. Also einmal, wenn man drauf drückt, kommt, sagen wir mal, grüne Licht. Wenn man nochmal drauf drückt, dann wird es heller, das grüne Licht. Wenn man nochmal drauf drückt, dann ändert sich die Farbe auf blau. Wenn man nochmal drauf drückt, und jedes Mal, immer wenn man eine Farbe wählt, mit dem nächsten Klick wird die Farbe heller. Also man kann da wirklich verschiedene, sehr viele Farben wählen. Finde ich auch sehr, sehr super gemacht hier. Und man kann eine Farbe wählen, die man hier will. Und natürlich, der Dampf kommt sehr schön, sehr gut raus. Natürlich kann man auch ätherische Öle rein tun, ist ja klar, dafür ist es ja auch gedacht. Und mit den Tasten hier kann man natürlich die Farben vom Licht auch wählen. Von mir natürlich 5 Sterne, ein Daumen hoch.